Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zum Thema Smartphone-Fotografie und ja, allgemein auch Kameratechnik, nämlich Timelapse, Hyperlapse mit dem iPhone oder Android-Smartphone oder deiner Kamera. Timelapse und Hyperlapse sind großartige Techniken, um eine Geschichte zu erzählen oder eine Stimmung zu schaffen. Beide Techniken nutzen eine Serie von Bildern, die über einen bestimmten Zeitraum aufgenommen wurden, um eine Zeitraffer-Sequenz zu erstellen. Bei Timelapse werden die Bilder von einer festen Kamera aus aufgenommen, während bei Hyperlapse die Kamera während der Aufnahme bewegt wird. Das Beste an diesen Techniken ist, dass sie mit einem Smartphone aufgenommen werden können. Das bedeutet, dass jeder, der ein Smartphone hat, in der Lage ist, diese Technik zu nutzen und zu erlernen. Es gibt einige großartige Apps, die speziell für die Erstellung von Timelapse und Hyperlapse entwickelt wurden. Um gute Ergebnisse zu erzielen, benötigst du jedoch eine ruhige Hand und ein gutes Auge für Kompositionen. Es ist wichtig, dass du einen stabilen Untergrund oder ein Stativ verwendest, um Verwackelungen zu minimieren. Darüber hinaus solltest du auch die Belichtung, den Fokus und die Blende richtig einstellen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Eine weitere wichtige Überlegung bei der Erstellung von Timelapse- und Hyperlapse-Sequenzen ist die Wahl des Themas. Du kannst fast alles aufnehmen, aber es ist wichtig, eine Geschichte oder eine Stimmung zu vermitteln. Bei der Wahl eines Themas solltest du auch die Bewegung im Hinterkopf behalten und dir vorstellen, wie sich das Motiv während der Aufnahme bewegen wird. Insgesamt ist die Erstellung von Hyperlapse- und Timelapse-Sequenzen eine großartige Möglichkeit, um deine Fähigkeiten als Fotograf zu verbessern und kreative Ergebnisse zu erzielen. Ich empfehle dir auf jeden Fall, mit deinem Smartphone und deiner Kamera zu experimentieren und zu sehen, was du alles erreichen kannst. Timelapse versus Hyperlapse. Der Unterschied zwischen Timelapse und Hyperlapse besteht darin, wie die Kamera während der Aufnahme bewegt wird. Bei Timelapse wird die Kamera an einem festen Ort aufgestellt und nimmt eine Reihe von Fotos auf, normalerweise in einem Intervall von Sekunden bis Minuten. Die Fotos werden dann in einer bestimmten Reihenfolge zusammengestellt, um ein Video zu erstellen, das die Veränderung im Laufe der Zeit zeigt. Das Ergebnis ist eine beschleunigte Zeitraffersequenz, die das Geschehen über Stunden, Tage oder Wochen auf einige Minuten oder sogar Sekunden reduziert. Im Gegensatz dazu wird bei Hyperlapse die Kamera während der Aufnahme bewegt. Um einen Effekt zu erzeugen, bei dem der Betrachter das Gefühl hat, durch die Szene zu reisen. Der Fotograf wählt ein Motiv aus und nimmt es aus verschiedenen Perspektiven auf, während er sich gleichzeitig um das Motiv herum bewegt. Die Kamera wird während der Aufnahme bewegt, was zu einem fließenden, nahtlosen Effekt führt. Das Ergebnis ist ein Video, das sich schnell bewegt und den Betrachter durch die Szene führt. Anbei noch 10 Tipps für Hyperlapse-Fotos. Plane deine Route. Bevor du beginnst, solltest du deine Route planen, die du mit der Kamera zurücklegen wirst. Wähle ein Motiv aus und plane die Bewegung im Voraus, um ein reibungsloses Ergebnis zu erzielen. Verwende ein Stativ oder eine Stabilisierungseinrichtung. Eine ruhige Hand ist entscheidend für ein gutes Hyperlapse-Foto. Während du ein Stativ oder eine Stabilisierungseinrichtung verwendest, um Verwackelungen zu minimieren oder komplett zu reduzieren. Verwende ein Weitwinkel. Verwende einen Weitwinkel, um mehr von der Umgebung einzufangen und eine größere Bewegung zu erzeugen. Nutze dazu auch manuelle Einstellungen wie Belichtung, Blende und Fokus, um ein konsistentes Ergebnis zu erreichen. Halte vor allem auch die Belichtung konstant. Stelle sicher, dass die Belichtung während der Aufnahme konstant bleibt, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzeugen. Verwende eine hohe Bitrate für dein Video. Für flüssige Bewegungen ist eine Bitrate von 24 bis 30 Bilder pro Sekunde in der Regel ausreichend. Mehr natürlich, wie in meiner Technik, immer besser. Wähle dazu auch eine passende Verschlusszeit, zum Beispiel zwischen einem 30. und einer 60. Sekunde oder mehr, passend natürlich zu deiner
zu deinem Motiv. Vermeide direktes Sonnenlicht. Direktes Sonnenlicht kann zu sehr starken Kontrasten und Schatten führen. Zusätzlich, Punkt Nummer 9, kannst du auch eine App zur Stabilisierung verwenden. Und Nummer 10, experimentiere und übe mit deiner Bewegung und verschiedenen Motiven. Jetzt auch noch 10 Tipps für Timelapse-Fotos. Verwende ein Stativ. Eine stabile Basis ist entscheidend für ein gutes Timelapse-Foto. Verwende ein Stativ oder eine andere stabile Basis, um Bewegungen zu minimieren. Verwende auch hier, wie bei Hyperlapse, manuelle Einstellungen. Blende, Fokus, Belichtung und so weiter. Verwende einen Intervalltimer oder, wenn du das mit einer Handy-App machst, eben einen passenden Timer, um regelmäßig in gleichmäßigen Abständen auszulösen. Vermeide auch hier direktes Sonnenlicht für zu harte Kontraste und Schatten. Verwende auch so niedrige ISO-Einstellungen wie möglich, um Bildrauschen zu minimieren. Wähle eine passende Verschlusszeit, je nachdem, wie du gerne die Bewegungsunschärfe hast oder gerne hättest. Verwende einen Fernauslöser, um Verwackelungen zu minimieren. Halte die Belichtung konstant. Nummer 9, verwende eventuell auch einen Graufilter, um die Belichtungszeit zu verlängern und Bewegungsunschärfe zu erzeugen. Und Nummer 10 auch hier, wähle ein interessantes Motiv, das auch beim Zuseher für Spannung sorgt. Und jetzt zum Schluss möchte ich euch hier auch noch ein paar kreative Tipps und Ideen und ja, kreative Motive für Timelapse- und Hyperlapse-Aufnahmen nennen. Mehr zum Nachlesen auf meinem Blog markusflicker.com. Sternenhimmel, Stadtlandschaften, Verkehrsfluss, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, Wolkeninformationen und Formationen, Bauprojekte, Naturphänomene, Pflanzenwachstum, Flugzeuglandungen oder Start, Menschenbewegungen, Stadtverkehr im Zeitraffer, eine Blumenblüte, Tierbewegungen, Eisbildung im Winter, Gewässer, Sterne über einem Gebäude, verschiedene Jahreszeiten, Flughafenbetrieb, wechselnde Lichtverhältnisse, zum Beispiel bei Sonnenuntergängen oder Wolkendurchbrüchen, Langzeitbelichtungen, ein Waldbrand, Raketenstart, Menschenmassen, Stadtveränderungen, Mondfinsternis, Gezeiten, Gewitter, Eisberge, Straßenbahn oder Zugfahrt. Jede Menge Ideen. Viel Spaß mit deinen kreativen Projekten. Ich freue mich sehr auf dein Feedback. Ja, freue mich von dir zu hören. Daumen hoch, 5 Sterne und Co. Alles auf markusflicker.com. Ciao.